Hey Kinders, was geht bei euch ab? Vielen Dank für eure Meinung bezüglich der Overwatch-Geschichte, da komme ich gleich noch dazu. Aber zuallererst, große Information. Am Mittwoch, also morgen oder übermorgen, je nachdem wann das Video hochgeladen wird, wird ein Extra-Stream stattfinden. Der Stream am Donnerstag wird ausfallen. Da sind wir familiär gebunden, aber Mittwoch geht auf jeden Fall klar. Und wir haben Donnerstag, ja, nehme ich an, alle frei oder der Großteil von euch hat frei. Das heißt, wir machen dann einen schönen, vielleicht sogar recht langen Stream. Und zwar eben, ja, Mittwoch auf Donnerstag. Ich werde ein paar Gruselspiele runterladen für Single, aber auch Multiplayer. Unter anderem haben wir da Killing Floor 2 am Start, dass man, glaube ich, bis zu 4 Leuten oder bis 6 oder so zusammenspielen kann. Des Weiteren habe ich auch noch Metro 2033 am Start, wo ihr mir eben zuschauen könnt, wie ich mich einscheiße. Ich gucke, was ich sonst noch so auf der Liste habe, was wir noch spielen können. Ich denke natürlich, dass wir auch wieder Counter-Strike spielen werden und so weiter und so fort. Aber so alles in allem soll der Stream so ein bisschen Halloween-mäßig angehaucht sein. Vielleicht werde ich mich verkleiden, mal gucken. Wahrscheinlich nicht. Im Hintergrund seht ihr das letzte Mal ein Overwatch, das einfach so dahinläuft. Es war zwar der Großteil für diese Methode, dass ich mir die Overwatches im Vorfeld schon anschaue, aber ein paar wenige haben was sehr Wichtiges gesagt, was fehlt. Und da muss ich Recht geben. Und zwar fehlt dann einfach die Reaktion. Vielen gefällt an den Overwatches, wie ich reagiere auf die Fälle. Also so, was hat er angemacht? Und so weiter, ne? Diese Reaktionen fehlen. Und einige haben dann ganz einfach gesagt, mach doch die Infovideos, wie sonst in der Vergangenheit auch. Entweder die Katze schreit. So, die Katze wird sich auch verkleiden als Maus. Ja, bring doch die Informationen wie früher auch einfach live oder eben auch nicht live bei was anderem. Also um bei Counter-Strike zu bleiben, bei einem Arms-Race-Spiel oder bei einem Deathmatch-Spiel. Und ich dachte mir, ja, das stimmt, was mache ich hier eigentlich? Weil das Gute an den Overwatches ja gerade der Sachverhalt war, dass ich diese Reaktion gezeigt habe. Auf der anderen Seite fanden wir oder fanden sehr viele von euch es gut, wenn ich eben nicht reagiere, sondern mir das einfach anschaue und es dann doch eben zur reinen Informationsübertragung nutze. Weil ihr da nämlich nicht beeinflusst seid von mir. Aber ich glaube, es hat mehr Wert oder einen höheren Wert, wenn ich denn das Overwatch doch richtig mache, also wie eben in Overwatch. Ich gucke mir das an und bin mit euch am Start. Hege vielleicht nicht direkt einen Verdacht, aber wenn was Krasses ist, kann ich trotzdem reagieren. Spreche natürlich auch über ein paar Dinge. Ich hocke nicht leise da und lasse das einfach durchlaufen, klar. Aber dass ich so alles in allem doch eher das Overwatch mache, als Informationen bringe. Beziehungsweise kurzum, dass es so wird wie früher. Als reines Medium für Informationen kann ich auch einfach belanglose Dinge im Hintergrund laufen lassen, ne? Wie wir es ja auch schon gesagt haben, also eben irgendwelche Spiele, die ich euch einfach nur zeigen möchte, visuell, ohne was dazu zu sagen. Oder eben halt einfach Arms Race und so weiter runden. Das ist die Entscheidung, die ich jetzt zumindest für den Moment getroffen habe. Mal schauen, ob sich das wieder ändert. Aber ich habe mich wieder gefreut, dass ihr so zahlreich darauf geantwortet habt. Und natürlich war es wieder die optimale Methode im Giveaway, um zu gucken, wer das Video eben wirklich schaut und wer nicht. Um nochmal zurück zum Stream zu kommen. Die Katze spielt gerade hinter mir. Um nochmal zum Mittwochstream zu kommen. Wann der anfängt, weiß ich noch nicht genau. Ich könnte mir vorstellen, dass es so um 21, 22 Uhr losgeht. Und dann eben einfach wieder Open End. Ich meine, wir können ja immerhin alle am Donnerstag auspennen. Ein paar wenige haben noch gefragt, wie das mit dem Giveaway ist bezüglich Twitch und so weiter und so fort. Und ob YouTube eben reicht. Aktivität auf YouTube reicht, um beim Giveaway teilnehmen zu können, auch um gewinnen zu können. Dennoch kann man sich Bonuspunkte sozusagen holen, wenn man eben in den Livestreams mit am Start ist. Da freue ich mich immer über jedes neue Gesicht oder eben jeden neuen Schreiberling in dem Fall. Und auch wenn Leute irgendwie auf Twitter und Instagram halt am Start sind, ist das immer nice. Information Nummer 3 oder so. Einige von euch haben mitbekommen, dass ich Red Dead Redemption 2 habe. Und haben sich direkt ein Video gewünscht oder Videos. Das sah erst schlecht aus, weil ich bis gestern noch dachte, dass meine Capture Card, also die Elgato, die alte, die ich habe, die allererste, die es gab, dass die kaputt ist. Aber die geht noch. Also ich habe dann mal einen Test gemacht, jetzt nicht mit der Xbox, aber halt mit einer älteren Konsole. Und die funktioniert noch. Ich muss dafür halt nur ein bisschen umbauen, das ist ein bisschen krepelig. Aber ich könnte euch auch ein wenig Red Dead Redemption Content bringen. Beziehungsweise wir können es vielleicht sogar im Stream einbauen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob das so einfach geht. Aber ja, Red Dead Redemption 2 wäre auf jeden Fall eine Option. Also, um eben gezeigt zu werden. Ob es jetzt ein Macht-Spaß-Video ist oder sonst was, mal gucken. Und nun zur letzten Information. Es sind fast alle Hardware-Verbesserungen, also aufs Mic und so weiter bezogen, bestellt. Eine Sache fehlt noch, die muss ich noch bei Amazon bestellen. Aber sonst ist alles bestellt und es müsste jetzt eigentlich auch diese Woche alles ankommen. Ein paar haben nach dem Aufbau gefragt, also ob ich zeigen kann, wie ich das eben aufbaue, beziehungsweise ob ich den fertigen Aufbau dann zeigen kann. Das werde ich auf jeden Fall machen, aber ich muss mich selbst erst durchfuchsen und dann gucken, ob alles geht, wie alles geht, also wie gut der Kram funktioniert und wie man das eben alles benutzt. Ich bin da kompletter Laie. Da werde ich mit Freaky Eki zusammenarbeiten, also meinem Beat Producer. Und ja, wenn ich dann im Bilde bin mit der ganzen Geschichte, aber wenn ich dann im Bilde bin und eben auch Zeit habe, dann kann da auf jeden Fall was kommen. Ihr wisst, dass ich gerade so sehr eingebunden bin und einfach so wenig Zeit habe. Es nervt mich richtig. Es nervt mich wirklich, weil ich viele Videoprojekte, auch Filmprojekte, einfach auch Musikprojekte schleifen lassen muss oder halt liegen lassen muss. Das ist sehr ärgerlich, es fuckt mich ein bisschen ab. Ich würde echt gern den Stress, den ich jetzt habe, tauschen gegen den Stress des täglichen Videos.
Nicht, dass dir irgendwie weniger oder geringer ausfallen würde, aber es war eben ein selbstgewählter Stress. Ne? Also das ist irgendwie besser. Soweit, so gut. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer auch vielen Dank für eure Bewertungen, Kommentare, generell eben Interaktionen. Ihr wisst, wie sehr ich mich freue, wenn ich auf meiner Glocke oben ganz viele Kommentare sehe und alle beantworten kann. Es dauert zwar gerade jetzt ein bisschen, ich hätte es nicht gedacht, weil ja nur noch jeden zweiten, dritten, manchmal sogar jeden vierten Tag nur ein Video kommt, aber weil mittlerweile über 2 oder sogar fast bald 3000 Videos auf dem Kanal sind, können manchmal am Tag eben dann einfach mal 300 Kommentare da sein, also auch eben bei alten Videos und so weiter, alles zusammen, und dann dauert es einfach ein bisschen, bis ich da durch bin, also seid mir nicht böse, wenn ich halt manchmal 3 Tage brauche, um auf was zu antworten. Ich lese alles, das wisst ihr. Ich lese jeden Kommentar und antworte auf jeden Kommentar. Ja, soweit von meiner Seite aus, meine Damen und Herren. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.